Walter Stube hat als Unternehmer nur ein Ziel: Erfolg. 14 Stunden am Tag ist er in der Firma, verlangt von sich und seinem Team Höchstleistung. Schwächen und Fehler sind verboten. Was richtig ist, sagt er als Chef. Und wehe, jemand ist anderer Meinung. Herzlich willkommen bei Mensch Gott. Herzlich willkommen, Walter Stuber. Herr Stuber, Sie haben 49 Mitarbeiter. Was passierte noch vor ein paar Jahren, wenn jemand anderer Meinung war als Sie? In der Regel habe ich den Mitarbeiter nicht lange im Unternehmen behalten. Ich habe ihn wieder entlassen. Wie lange dauerte das dann? Ja, ich habe mir das vielleicht so 14 Tage, drei Wochen angeschaut. Wie würden Sie sich denn selbst beschreiben? Was waren Sie für ein Mensch? Ich war ein sehr ungeduldiger Mensch. Bei mir hat in der Regel Sachen, die haben klappen müssen. Und wenn sie nicht geklappt haben, dann sind Sie? Bin ich an die Decke gegangen. Sind Sie aufgebraust und laut geworden? Auch schon mal so über den Hof mal geschrien. Welche Ziele hatten Sie sich für Ihre Firma gesetzt? Mein Ziel war, schon eine größere Firma zu sein. Groß heißt wie viel Leute? Ja, vielleicht so 70, 80 Mitarbeiter. Woher kam dieser Ehrgeiz? Hängt das mit der familiären Situation zusammen oder wie kam das? Ja, der Ehrgeiz, ich war 1990 in einem mittelständischen Gerüstbauunternehmen beschäftigt in München. Und die damaligen Bauleiter, sehr alt eingesessen, diese Mitarbeiter, die haben mir nichts zugetraut. Mhm. Und weil die mir nichts zugetraut haben und ich dann in Sachsen eine Niederlassung für dieses Unternehmen gegründet habe oder aufgebaut habe, dann wollte ich den Mitarbeitern einfach zeigen, dass ich das viel besser kann wie die. Mhm. Und deswegen war so mein Traum, ich muss doch mal den Umsatz von der Firma entsprechend erhöhen und auch mehr Mitarbeiter beschäftigen. Mhm. Einfach besser werden wie die anderen. Das heißt, Sie waren schon sehr, sehr ehrgeizig. Können Sie sagen, wann dieser Ehrgeiz begann? Ja, der hat schon früher begonnen in meiner Kindheit. Ich habe zum Beispiel 30 Kilometer am Tag bin ich gewandert, ja, oder 100 Kilometer Rad gefahren. Sie hatten ja eine besondere Situation, auch als Kind schon, ne? Ja. Sie hatten eine Krankheit. Ich war ab dem 6. Lebensjahr, hatte ich eine Behinderung bekommen, eine spastische Spinalparanalyse. Das ist eine Infektionskrankheit und die hat mich dann schon sehr geprägt. Mhm. Das heißt, da ist der Ehrgeiz entstanden, das den anderen Kindern zu zeigen. Wenn ich schon nicht Fußball spielen kann wie ihr, dann kann ich wenigstens Fahrrad fahren. Ja. Sie sind auf einem Bauernhof groß geworden. Was war Ihr Lebenstraum? Also mein Lebenstraum war, den landwirtschaftlichen Betrieb zu übernehmen. Ich hatte da auch schon eine Ausbildung begonnen, war dann schon mehrere Monate in einem fremden landwirtschaftlichen Betrieb und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass es körperlich nicht geht. Zum einen anderen hat mein Vater natürlich auch gesagt, in der damaligen Zeit 1970, also 1977, man bekommt als Landwirt keine Frau. Ja, das ist das Erste. Und er möchte sein Leben lang nicht arbeiten. Mhm. Und als Behinderter bekommst du auch keine Frau. Und dann lass das lieber mal. Okay. Und auf den Ratschlag des Vaters hin sind Sie dann in diese Gerüstbaufirma gegangen? Da bin ich zu einem Gerüsthersteller gegangen, der am Ort war. Mhm. Ja, dort habe ich meine Lehre gemacht und bin aber dann mit 20 Jahren vertretungsweise nach München versetzt worden. Und da bin ich geblieben. Mhm. Und dann wollten Sie es allen beweisen, dass das möglich ist. Ja. Sie haben einen eisernen Willen, ja, einen großen Ehrgeiz. Wie ging es damit weiter? Ich war dann in einer Dachdeckerei beschäftigt. War für mich relativ schwierig, weil ich nicht höhentauglich bin. Also ich habe mit der Höhe massive Schwierigkeiten. Mhm. Also schwindelfrei bin ich überhaupt nicht. Und ich musste mit diesem Chef dann eine Baustelle ausmessen in München und die Baustelle weiß ich ja auch noch und die Hausnummer sogar noch. Und dann war aber das Gerüst schon abgebaut und hat der Chef gesagt, also jetzt steig mal oben durch das Dachfenster und wir gehen dann mal oben über den Dachreiter und messen das Ding aus. Mhm. Also es war schon eine Herausforderung. Ich bin auf der Dachgaube gesessen und habe mich keinen Meter mehr weiter bewegt und habe gesagt, das ist nichts für mich hier oben. Mhm. Das geht überhaupt nicht. Und dann war auch dann sehr schnell klar, ich bleibe in dieser Firma nicht, ich suche mir was anderes. Ich habe extreme Höhenangst. Mhm. Ja. Sie sind dann ja trotzdem zum Gerüstbau wiedergekommen. Ich bin dann zum Gerüstbau gegangen. Bei den Gerüsten war auch so mit meinem Gewicht eines klar. Wenn ich vorausgegangen bin, dann konnten alle anderen hinterher.
erstens das Gerüst war sicher in der Standfestigkeit. Weil sie so schwer waren. Weil ich so schwer war. Zum anderen hat es nicht gewackelt, weil ich so meinen Gerüstbauern das eingeflößt habe. Mein Gerüst darf nicht wackeln, weil ich Angst habe. Okay. Sie haben dann in Ostdeutschland eine Firma übernommen, wurden Chef. Wie waren Sie als Chef im Umgang mit Ihren Mitarbeitern dann in dieser Zeit? Ich war sehr streng mit meinen Mitarbeitern, habe immer versucht, gute Löhne zu bezahlen und über diese sehr guten Löhne die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. Ja. Wir haben mal Ihre Mitarbeiter gefragt, wie Sie sie beschreiben würden. Er war leicht aufbrausend. Also man konnte ihn ziemlich schnell auf die Palme bringen, wenn was nicht funktioniert hat. Wenn die Mitarbeiter mitgedacht haben, das fand er gar nicht so richtig, weil seine Sachen, was er sich vorgestellt hat, das war Gesetz, sagen wir mal so. Und das hat er versucht durchzudrücken, obwohl andere Leute ja auch gute Ideen haben können. Manche Leute haben es nicht ertragen können und haben dann gesagt, nee, unter diesen Menschen kann man nicht arbeiten, das funktioniert nicht. Manche haben sich durchgebissen und haben gesagt, es ist halt der Chef. Früher sind die auf die Baustelle gekommen, ist er ausgestiegen aus dem Auto und hat praktisch mal losgepult. Er hat immer das, was er sich vorgenommen hat, hat er versucht, sofort gleich umzusetzen. Und das natürlich auch mit einem gewissen Ehrgeiz und sehr zielstrebig. Er ist von morgens bis abends da, beziehungsweise wenn er nicht hier ist, ist er für die Firma unterwegs. Er lebt für die Firma. Wie geht es Ihnen damit, das so zu hören, wie die Mitarbeiter Sie gesehen haben? Also Sie haben recht. Also ich muss Ihnen erst mal recht geben, das war so. Ja. Ich war sehr aufbrausend, es musste nach meinem Kopf gehen. Mhm. Ich habe gewisse Vorstellungen gehabt, Ziele im Kopf. Was hat Sie so angetrieben, so mit den Menschen, mit den Mitarbeitern umzugehen? Ja, zum einen der Ehrgeiz, der Beste zu sein, besser wie alle anderen. Das hat mich natürlich auch angetrieben. Ich wollte natürlich die besten Mitarbeiter haben. Und ich war der Meinung, die besten Mitarbeiter bekomme ich nur, wenn ich mit einem gewissen Druck arbeite. Mhm. Wie viele Mitarbeiter hatten Sie dann so insgesamt? Können Sie das sagen? Ja, ich habe, wenn ich mir so überlege, sind wir mal bei der Personalnummer 400 angekommen. Dann kann ich sagen, habe ich in ungefähr 15 Jahre, ich bin jetzt 23 Jahre im Osten, sagen wir so in 15 Jahren habe ich dann so 400 Mitarbeiter verschlissen. Mhm. Haben Sie denn nie Fehler gemacht? Ich meine jetzt Sie, haben Sie denn keine Fehler gemacht? Ich habe auch viele Fehler gemacht. Der Ehrgeiz hat natürlich manchmal auch sehr viel Geld gekostet. Ich hätte ein ruhigeres Leben gehabt, wenn ich, sagen wir so, 10 Mitarbeiter geblieben wäre. Aber jetzt waren die 60 Leute da. Ja. Der Erfolg gab Ihnen ja auch recht. Aber dann gab es mal einen Rückschlag. Und zwar war das ein tödlicher Arbeitsunfall. Welche Konsequenzen hatte das für Sie? Es hatte schon sehr tiefe Konsequenzen für mich, aber darüber möchte ich also nicht im Detail sprechen. Mhm. Es war schon eine sehr schwierige Zeit für mich. Das größte Problem war, wir hatten zum Teil die Arbeitszeiten überzogen. Wir sind mit dem Arbeitszeitgesetz in Konflikt gekommen. Wir wurden von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen. Mhm. Das war sehr problematisch. Und wir mussten mit der Firma eine sehr hohe Geldstrafe bezahlen, das war das eine. Mhm. Auf der anderen Seite hat mich das menschlich total zweifeln lassen an mir, an meinen Fähigkeiten. Die Konsequenz daraus ist dann entstanden, dass ich die Arbeitsschutzrichtlinien im Unternehmen komplett verändert habe. Bei uns gilt eine absolute Helmpflicht, wenn ich jemanden erwische, der heute ohne Helm geht. Früher ist er gleich entlassen worden, heute kriegt er eine erste, zweite, vielleicht noch eine dritte Abmahnung, aber dann muss er gehen. Mhm. Einige Jahre später sind Sie dann auch bei einem Großprojekt fast in den Ruin geschlittert. Wie kam das zustande? Immer größer, immer schneller. Das wollten Sie werden als Firma? Ja, zum einen, zum anderen haben wir im Nachbarortschaft, das war Lambertsheim, da war ein großes Gerüstbauunternehmen, das auch konnte dieses Projekt umsetzen.
Und ich habe dem Chef einfach diesen Auftrag nicht gegönnt. Da war wieder der Ehrgeiz. Da war der Ehrgeiz, ja. Was war die Folge? Da sind wir heute noch am Gericht tätig mit dieser Sache. Und dieser Ausfall von diesem Geld, zum einen hatten wir uns um 300.000 verkalkuliert. Auf der anderen Seite bekommen wir heute noch 300.000 Euro von unserem Auftraggeber. Mhm. Das liegt alles momentan auf dem Gericht. Das hat ja fast zum Ruin der Firma geführt. Sie haben daraufhin reagiert. Sie und der andere Gesellschafter, der Sie damals waren, sind dann mit dem Privatvermögen in die Firma gegangen, um den Konkurs abzuwenden. Und dann auf einmal meldet sich Ihr Körper, weil es nicht mehr geht. Was war da genau? 2012 wollten wir in den Urlaub in die Pyrenäen fahren, ich und meine Frau und mein Sohn. Und da war es dann so, dass ich am Anfang fast nicht mehr gehen konnte. Im Januar hat sich das schon eingestellt. Ich bin also dann nur noch gebückt gegangen. Aber irgendwann hat sich das wieder gelöst und dann ist mir es wieder gut gegangen. Und im Mai wollten wir dann fahren. Und dann hatte ich so unwahrscheinliche Schmerzen, dass ich also dann ins Krankenhaus gegangen bin zum Arzt und die haben dann ein MRT gemacht und haben gesagt, wenn ich in Urlaub fahre, komme ich querschnittgelähmt zurück. Also hundertprozentig. Ich habe eine Zyste im Spinalkanal und muss sofort operiert werden. Sofort hatte so, dass ich also innerhalb von 2 Tagen ins Krankenhaus gekommen bin und diese Zyste im Spinalkanal musste entfernt werden. Sie waren dann erstmal im Krankenhaus. Wie würden Sie sagen, stillgelegt? Komplett stillgelegt. Es war so, dass ich nach der OP hatte ich ca. 14 Tage Schläuche im Rücken. Ja, das wollte einfach nicht verheilen. Das größte Problem war, dass mir der Professor mitgeteilt hat, dass ich voraussichtlich vielleicht auch nicht mehr gehen kann nach der Operation, weil ich so viel Fett um mich hatte. Konnten Sie mit dieser kleinen Geschirr, was Sie am Spinalkanal arbeiteten, nicht garantieren, dass mir Nerven verletzen. Das konnte mir also niemand garantieren. Und wo ich auch dann so langsam wieder aus dem Bett rausgekommen bin, hatte ich die Schwierigkeit, überhaupt zu gehen. Ja. Wie haben Sie das verkraftet? Sie waren ja ein Workaholic. Und dann auf einmal keine Bewegung mehr, auch keine Arbeit mehr? Verkraftet, kann ich mal ganz einfach so rückwirkend auf mein Leben sagen. Gottes leise Stimmen habe ich mal ein Buch gelesen und das hat mich in Erinnerung wiedergebracht. Gottes leise Stimmen kommen dann, ja, wenn man sie nicht erwartet. Und es gibt auch ein gutes Buch oder einen guten Satz, gehe langsam, wenn du es eilig hast. Das heißt, Sie lagen dort im Bett. Haben Sie dann noch gearbeitet? Gearbeitet hatte ich so, dass mein Mitgesellschafter so jeden zweiten Tag gekommen ist und wir hatten Aufmaßbesprechungen an Projekte oder wir haben über Geldgeschäfte gesprochen, aber mehr habe ich nicht mehr gemacht. Und in diesen Tagen zwischen den Besuchen, haben Sie dann nachgedacht? Ich hatte sehr viel Zeit nachzudenken. Zum Ersten hatte ich das Problem, dass ich nachts mit den Schläuchen nicht schlafen konnte, überhaupt nicht schlafen konnte. Ich bin immer nur auf einer Seite gelegen und konnte mich nicht umdrehen. Das war die schlimmste Zeit für mich, was überhaupt da war. Und das Nachdenken, überhaupt vor der Operation, habe ich mal über das nachgedacht. Ich hatte keine Verfügungsvollmacht, wenn mir was passiert, durch die Fettleibigkeit. Hätte ich ja an Herzversagen sterben können. Durch die Narkose dann? Durch die Narkose. Ich hatte keine Verfügungsvollmacht für meine Frau. Ich hatte kein Testament. Am meisten habe ich darüber nachgedacht, wie will ich beerdigt werden? Da habe ich keinen Menschen gesagt, wie will ich beerdigt werden? Und was kommt danach, nach dieser Beerdigung? Oder wie werde ich aufgenommen? Gehe ich denn in die Hölle? Oder werde ich freudig im Himmel aufgenommen? Und dann kam die OP, Sie sind wach geworden. Haben Sie dann da weitergedacht an der Stelle? Ich habe dann da weitergedacht, ja. Ich habe mir schon dann überlegt, was ich tue. Und ich hatte dann ein iPad dabei und habe mir dann mal gesurft. Bin dann sehr schnell drauf gekommen, dass es auch einen Verein gibt, der heißt Christen in der Wirtschaft. Da habe ich dann kontaktiert und habe dann auch dort Kontakt aufgenommen. Und da habe ich gemerkt, dass sehr viele Führungskräfte sehr einsam sind. Ja? Und das war eine Gruppe, wo ich
dann mit Führungskräften über meine Probleme sprechen konnte im Unternehmen. Konnten Sie dann mit dem Begriff Christen in der Wirtschaft was anfangen? Am Anfang gar nicht, nee. Ja. Das kannte ich überhaupt nicht. Ja. Ich habe immer gedacht, es gibt nicht sowas. Ja. War schon eine spannende Zeit, ja, und hat mir also dann auch sehr geholfen, über meine Probleme, was ich hatte, mit anderen Führungskräften darüber offen zu sprechen und auch ihre Tipps anzunehmen. Ja. Sie haben auch vorhin erwähnt, dass Sie darüber nachgedacht haben, was kommt nach dem Tod. Konnten Sie das mit denen auch besprechen? Ja, konnte ich sehr wohl besprechen, ja. Ich habe dann das Buch von jemandem bekommen, Big Five for Life, was im Leben wirklich zählt. Und was im Leben wirklich zählt, war für mich dann sehr wichtig, diese Big Five for Life. Und ich bin dann hergegangen und habe mir die auf meine Visitenkarte geschrieben. Ja. Also ich habe sie zuerst ausgearbeitet, dieses Big Five for Life. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, das soll jeder wissen. Meine persönliche Big Five for Life, die für mein Leben zählen. Und das war das Erste, was ich gesagt habe, meine Gesundheit verbessern. Ja. Dann mehr Zeit für meine Frau Burgunda, für meine Familie, für meine Enkelkinder, für meine Kinder. Mhm. Dann unser Unternehmen, die nächste Generation führen, war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Meine Kunden und Mitarbeiter zu Fans machen, gerade meine Mitarbeiter. Und dann habe ich was geschrieben, das habe ich sehr lange dazu gebraucht. Ich habe früher immer drauf geschrieben, rotarische und christliche Projekte unterstützen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss den Mut haben, auch wenn ich in Ostdeutschland lebe, Jesus Christus folgen. Mhm. Und heute steht Jesus Christus folgen drin. Das war für mich sehr wichtig, das reinzuschreiben. Wann kam denn dieser Jesus in Ihr Leben? Dieser Jesus war schon als Kind da. Ja, ich habe als Kind die Bibelschule in der Kirche besucht. Ich war in der Jungschar. Ich bin konfirmiert worden, war dann im CVJM. Und irgendwann war dieser Jesus aber weg. Mhm. Da war dieser Ehrgeiz, diese berufliche Chance, aufwärts zu gehen. Ich muss sagen, ich habe nie studiert, ja, und ich wollte es alle anderen zeigen, dass man auch als Behinderter, obwohl ich mich nicht als Behinderter gefühlt habe, einer, der wohl nicht studiert, auch an die Spitze in einem Unternehmen kommen kann. Kam dieser Jesus dann im Krankenbett wieder in Ihre Gedanken hinein? Ja, sehr wohl sind meine Gedanken gekommen und ich habe dann auch dafür gebetet, dass er mich verändert als Mensch. Was ist danach passiert damit? Zum einen habe ich jemanden kennengelernt, Jürgen Frey von Tempus. Den habe ich kennengelernt mit seinem Buch Mein Freund der Kunde. Mhm. Also mach die Kunden zu Fans. Ja. Und da habe ich auch überlegt, ich muss meine Mitarbeiter zu Fans machen. Das hat mich also sehr verändert. Mhm. Ja. Meine Mitarbeiter müssten begeistert sein von mir. Die müssen nicht Angst haben vor mir, sondern die müssen begeistert sein. Wir haben dann gefragt, Ihre Mitarbeiter, ob sie sich verändert haben und wie sie sich verändert haben. Und es ist interessant zu hören, was die dazu sagen. Die Talsperre Sosa. Ein großer Auftrag für die Gerüstbauer. Die beiden Gesellschafter Walter Stuber und Dirk Eckhardt haben schon viel gemeinsam erlebt und kennen sich gut. Ja, ich kenne Walter ja mittlerweile seit 22 Jahren. Ich denke schon, es hat sich ein ganz schönes Stück gedreht. Früher war er absoluter Choleriker. Also es ging nichts, was er nicht im Griff hatte. Und wenn er es dann nicht mehr im Griff hatte, war das dann ganz böse geworden. Er ist auf jeden Fall entspannter. Er denkt über gewisse Sachen mal eine längere Zeit nach. Also es wird nicht immer sofort reagiert. Er gibt jetzt schon gern Aufgaben ab, hat sie damals noch sehr, sehr stark nachkontrolliert und auch vielleicht extrem nachkontrolliert, weil sie vielleicht nicht so hundertprozentig gemacht wurden, wie er vielleicht gerade gedacht hat, sondern vielleicht 95%. Und ich denke, da hat sich viel geändert, einfach auch im ganzen Denken von Walter. Er hat abgenommen, immens. Der Sammer ist nur von der Hälfte von der Statur noch da. Und auch menschlich und sachlich ist er viel ruhiger geworden und sagt, okay, ich vertraue meinen Leuten, ich lasse machen. Also so wie er jetzt ist, ist es der Top-Chef. Ihr Mitarbeiter hat gesagt, so wie er jetzt ist, ist er Top-Chef. Was machen Sie denn heute anders als früher? Charakterlich habe ich mich verändert, dass ich viele Sachen gelassen nehme. Ja, ich kontrolliere schon noch. Aber es ist nicht mehr so, dass wenn ich heute kontrolliere, dass ich gleich reagiere. Ich kontrolliere so, dass ich mir das aufschreibe, mir anschaue
und dann vielleicht noch 2-3 Mal nachkontrolliere und dann abwäge, ob ich was sage. Wie hat sich Ihre Sicht auf Ihre Mitarbeiter oder auf die Mitmenschen verändert? Ich habe auf meiner Visitenkarte stehen, ich bin Ermutiger. Und ich möchte mal kurz eine Geschichte dazu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe Dankbarkeit erwartet. Dankbarkeit von meinen Mitarbeitern, Dankbarkeit von meinen Eltern, ja, Dankbarkeit von meinen Kunden. Und diese Dankbarkeit, das also Dankbarkeit, dass Sie so viel leisten. Ja, dass ich so viel mache, ja. Und das habe ich abgelegt. Und eine Woche später bin ich zu einer Adventstagung gegangen vom Christen in der Wirtschaft mit Hans-Martin Stäbler. Und da war auch jemand dabei, der Harald Dürr. Und der hat gesagt, wir brauchen Ermutiger in Deutschland. Dann habe ich gesagt, ich muss unbedingt Ermutiger werden. Ich habe das eine abgelegt, dann muss ich das andere haben. Mhm. Ja, also ich muss meine Mitarbeiter ermutigen, dass sie ihre Arbeit selber machen. Ich möchte heute, dass meine Mitarbeiter mit Lösungen kommen und nicht mehr damit, dass sie mir die Aufgabe erzählen und ich sage, ich mache sie selber und ich komme dann jeden Samstag arbeiten. Sie wollten unbedingt Erfolg haben, haben das auch erreicht. Und was kommt jetzt? Was jetzt kommt, ich möchte den Erfolg anders aufgliedern. Sagen wir mal so, eine Firma muss nicht groß sein, um Erfolg zu haben. Sie kann kleiner sein. Wir haben die Firma ein Stück zurückgefahren. Das beste Gerüst für den besonderen Zweck mit den tollsten Mitarbeitern. Das ist unser Slogan, dafür haben wir die Firma, mit den tollsten Mitarbeitern. Wie wird der Glaube an Jesus Christus bei Ihnen im Alltag greifbar? Zum einen, durch meine Visitenkarte komme ich ins Gespräch mit Kunden. Im Privaten ist es so, dass ich in der Früh ein persönliches Gespräch mit Gott suche, dass ich mich dafür danke, dass das so gut in der Arbeit läuft, dass ich gesundheitlich doch sehr gut dran bin. Und zum anderen bitte ich darum, dass wir alle gesund abends auch nach Hause gehen können von der Arbeit. Und wie reagiert Gott? Also ich muss sagen, wenn ich so die letzten 3 Jahre zurückschaue, dann habe ich seine Gnade erfahren. Wie haben Sie Gnade erfahren? Ich hatte schon Jahre, wo ich auch finanziell privat sehr große Probleme hatte, weil ich ja sehr viel Geld in die Firma gegeben habe. Ich bekomme wieder kontinuierlich jeden Monat meinen Lohn. Ich kann auch meine Lieferanten, meine Mitarbeiter normal bezahlen. Und ich habe wieder Geld von der Bank bekommen, um zusätzliche Finanzierungen zu machen, zum einen. Wenn ich natürlich auch eigenes Geld bekomme, so kann ich mal den Gedanken auch Geld nehmen, in die Hand nehmen und meine schwerstbehinderte Enkelin unterstützen in ihre Therapien. Und das hilft mir sehr weiter. Und für Sie als Mensch? Als Mensch, als persönlich für mich, ich bin einfach ruhiger geworden, gelassener, freundlicher. Danke, dass Sie da ganz offen sind und dass Sie davon berichtet haben, was sich verändert hat. Was ist wirklich wichtig im Leben? Hast du auf diese Frage schon eine Antwort? Wenn du Lust hast, komm mit uns ins Gespräch darüber. Du erreichst uns per Mail an menschgott@erf.de. Noch mehr Geschichten von Menschen, die ganz neue Prioritäten in ihrem Leben gesetzt haben, findest du auf unserem Kanal. Am besten gleich abonnieren. Tschüss.